Es war einfach so, dass wir eigentlich alle nur gewünscht haben, der Krieg ist hoffentlich irgendwann vorbei. Und das hat ja dann noch bis zum 8. Mai gedauert. Also ab März, April, da ist bei uns eigentlich nicht mehr viel an Kriegsgeschehen spürbar gewesen, sondern einfach nur Hungerzeit. Es gab ja keinen Nachschub mehr an Essen und es gab eigentlich, ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das geschafft hat. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, dass wir kein Brot hatten und noch ein paar Kartoffeln. Und es gab in der Nähe von Cochem ein Kloster, Ebernach hieß das. Und die hatten eine eigene Bäckerei und die backten auch für ihre Kranken und für ihre Alten, die da im Seniorenheim wohnten. Und die hatten auch eigene Gärten und so weiter. Und die verkauften das, was sie nicht für sich selber brauchten. Das heißt, und mein Bruder und ich, wir gingen dann diese 9 Kilometer über den Berg, um Brot zu holen und hatten jeder 2 Kartoffeln als Wegzehrung für diese 18 Kilometer hin und zurück. Und am ersten Tag kriegten wir kein Brot, da war es schon alle. Am zweiten auch. Und am dritten Tag kriegten wir ein großes Brot, 6 Pfund. Ich sehe es noch wie heute, so ein viereckiges Brot. Das war, als ob wir Weihnachten wäre. Ne? Aber man muss sich mal vorstellen, da gehen hungrige Kinder 54 Kilometer, um überhaupt ein Stück Brot zu kriegen. Das ist doch eigentlich ein Skandal gewesen. Aber im Dorf haben wir nichts gekriegt. Mein Bruder, der musste einfach mal. Da kam eine Nachbarin, die meinen Bruder, meine Mutter fragte, ob der Wilfried nicht mithelfen könnte im Weinberg. Da werden die Weinreben geschnitten und die werden zusammengebunden. Als Feuerholz wird das dann verwendet, ob er da nicht mithelfen könnte, sagte meine Mutter. Ja, im Grunde genommen habe ich nichts dagegen, aber wir haben nur ein paar Schuhe. Und dann sagte mein Bruder, ach doch, wenn wir ein bisschen Essen dafür kriegen, dann gehe ich mit. Und 2,5 Tage hat er es gemacht, dann kam diese Frau und hat meine Mutter gefragt, was möchten Sie denn dafür haben? Und meine Mutter sagte, ja, wenn Sie uns etwas zu essen geben könnten, wir brauchen Kartoffeln. Ja, die können wir Ihnen nicht geben, die brauchen wir für unsere Schweine. Und dann haben wir 21 Äpfel gekriegt und eine Reichsmark. Da ist meine Mutter weinend zusammengebrochen. Und das war einfach die Situation, nicht? Wir haben Löwenzahnsuppe gekocht und haben Brennnesselsuppe gekocht. Und es gab auch kein Salz. Es war also eine unmögliche Zeit. Unmöglich. Und ja, wir waren auch klapperdürre natürlich. Und mein Bruder, wenn er irgendwo Kartoffeln hatte, faule Kartoffeln, dann hat er die in Scheiben geschnitten und auf der Herdplatte dann irgendwie gebraten. Also wie so Kartoffelpuffer ohne Salz.